Meine Freunde, sie ist rausgeflutscht. Die Schlüsselkarte. Nice. So, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Hello Neighbor. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer Mütze und nach einer Gitarre. Wir machen uns natürlich heute auf den Weg und versuchen das ganze Rätsel jetzt endlich mal zu lösen hier in Kapitel 3 bzw. in Akt 3. So, meine Ohrstöpsel sind schon wieder gar nicht richtig drin und wie viele Kameras der schon wieder aufgebaut hat, ist unnormal. Ich steck mir mal gerade meine Ohrstöpsel wieder richtig rein. So. Ja, ich weiß, ich habe eine sehr komische Aufnahmemethode hier mit zwei Kopfhörern auf dem Kopf, aber anders geht's jetzt gerade leider nicht. Jedenfalls so lange nicht, bis ich mein Standmikrofon endlich habe. So, wir klettern einfach mal nach oben. So, und uns ist ja aufgefallen, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, ich weiß es gar nicht mehr genau, haben wir so eine Tür gesehen. Hä? Haben wir so eine Tür gesehen? Warte mal, ich muss mal eben gucken, wo das war. Ich meine hier, da haben wir ja so eine Sonne und so einen Mond gehabt. So, und es ist ja jetzt hell. So, da habe ich jetzt einen Stuhl hingestellt, damit die Tür nicht zugeht. So. Und jetzt versuche ich mal in die andere Tür zu kommen. Mit der Sonne. Und die geht auf. Was ist das? Schuhe? Und der Nachbar weiß, wo ich bin, glaube ich. Ist hier irgendwas? Whatever. Wie auch immer. Er weiß, wo ich bin, wenn ich reingehe, aber wenn ich raus... weiß er nicht mehr, wo ich bin. Na dann, ist ja okay. Naja, wie auch immer. So, dann tun wir mal das Ding hier weg. Machen wir die Tür hier auf. Nee, ist nicht wahr. Geht jetzt das Ding auf? Geil! Ach, und hier ist das mit dem Dings. Und hier ist ja sogar die Mütze. LOL! Ich hab die ganze Zeit gesucht. Oh mein Gott. So. Mütze. Warte, wir stellen das Skateboard nochmal richtig hin. Wie auf dem Bild. Nein, 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 nein. Der Nachbar ist hier. So, hier durch. Jetzt gehen wir durch diese Tresortür da. Machen wir mal zu hier. Lol, wie geil ist das denn? Und wir haben die Gitarre, wie cool. Wir haben endlich die Gitarre. Oh mein Gott. Ich dachte, ich finde die nie ohne Scheiß. Mir ist das nur ganz... Nein! Mir ist das nur ganz zufällig aufgefallen mit diesem blöden Mond und Dings da. Mit der Sonne und dem Mond. So, jetzt stelle ich das Ding hier hin. Warte, wo soll die hin? Da drauf. Ups. So. Ah, geil. Okay, okay, okay. So, perfekt, Alter. Nice. So, und jetzt können wir auch das Ding ausmachen, ne? Den Kühlschrank. Jetzt haben wir die Schlüsselkarte. Wir haben die Schlüsselkarte, meine Freunde. So, und jetzt springe ich hier mal runter. Hol die mir mal eben. Au. Jetzt bin ich gestorben. Das wollte ich nicht. Jetzt müsste eigentlich der Kühlschrank ja aus sein. Was? Warum? Nein! Ach, das schmilzt noch. Guck mal einer an, das geht ganz langsam weg. Lol. Oh mein Gott. Meine Freunde, sie ist rausgeflutscht. Die Schlüsselkarte. Nice! Oh.
Ja! Ja! Die Tür geht auf! Aber legen wir mal da geschmeidig hin. So nice! Huh! Jetzt könnten wir tatsächlich in den Keller gehen. Wir haben es endlich geschafft! Okay, wir gehen rein. Will ich hier wirklich rein? Meinst du nicht, wir haben vielleicht oben noch irgendwas vergessen? Ja, das war mir klar. Das kennen wir doch schon mal irgendwoher. Muss ich da zufällig das Wasser abdrehen? Kommt mir so vor, ne? Ich probiere das mal. Vielleicht funktioniert das ja sogar. Es geht aber nicht. Verdammt. Okay. Schon wieder dieser Keller. Ich will nicht in den Keller. Hä? Das ist doch das... Ist das nicht... Was soll ich denn hier? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, was ich hier im Keller soll. Was war das denn? Alter! Kann ich denn zurück auch? Okay, wir können auch zurück. Okay. Ja gut. Na gut. Okay, okay. Wir können wieder zurück zum Haus. Die Sache ist, ich könnte mir theoretisch noch eine Trophäe holen. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen... Ob wir das machen sollen. Sollen wir uns vielleicht noch eine Trophäe holen? Ich weiß aber nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ich habe früher, das ist schon etwas länger her, mein Let's Play gesehen von dem Spiel. Aber es ist ganz, ganz lange her. Wie ihr seht, ich hab wirklich grübeln müssen, wie das hier alles geht. Boah, lass mich mal lügen. Deswegen haben wir auch die Schlüssel. Warte mal, ich muss nach... Der Zug, irgendwas mit dem Zug. Der Zug, der Zug, der Zug. Irgendwas mit dem Zug. So, wir schauen mal gerade. Nein, lass mich in Ruhe! Irgendwas war mit dem Zug. So, warte, warte, warte. Nein, falsches Haus. Ich dachte gerade, hä? So, da ist der Nachbar. Schnell rein. Schnell rein, jetzt muss ich überlegen. Hier hoch. Das war, glaube ich, hier, genau. Hier. Und jetzt kommen wir da, glaube ich, irgendwie hoch oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Nein! Nein! Nicht! Oh, Idiot. Jetzt will ich da wieder hin und es geht nicht. Toll. Obwohl, vielleicht... Ich weiß nicht genau, ob es klappt. Wenn ich hier jetzt so hinspringe. Nein! Oh, nochmal. Ich muss irgendwie auf den Zug. Weil wir müssen aufs Dach. Wir müssen irgendwie aufs Dach. Das ist Fakt. Das müssen wir so oder so noch. Meine ich. Ich weiß nicht. Ja, so. Zack. Komme ich da hoch? Nee. Höchstens so. Nein, da falle ich nur runter. Okay. Geht das überhaupt? Oder haben sie das vielleicht rausgenommen? Das, ich weiß auch nicht, ob ich früher das Let's Play gesehen habe, ob das die Vollversion war. Weil es gab daher auch sehr lange eine Alpha-Zeit von dem Spiel auf Steam.
Es war sehr lange nicht fertig, das Spiel. Ist es nicht sogar so ein Kickstarter-Spiel? Ich weiß es gar nicht genau. Das ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Ach, komm schon! Ja, komm, fall runter, stirb. Mein Gott. So. Jetzt nochmal probieren. Oh, jetzt klettert er da gerade hoch, der Pimmel. Das darf doch nicht wahr sein. Hä? Hat er das wieder zugemacht? Lol. Okay, da kommen wir auch irgendwie nicht hin. Ich habe keine Ahnung. Zwei... Wie war das nochmal? 2, 3, 6, 9, ne? Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. 2, 3, 6, 9. Das sind 12 Knöpfe. 2, 3, 6, 9. Passiert nichts. Zwei, drei, sechs, neun. Vielleicht so. Nein, das macht ja auch keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Zwei, drei, sechs, neun. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir da keinen Reim drauf machen, was ich da eingeben soll. Und was das hier auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Passiert auch irgendwie nichts. So, da kommen wir auch nicht rein. So, hier geht's runter. Ah, wie komme ich denn da hin jetzt? Am dürfsten. Da hoch will ich, genau. Nein! Oh, der Schirm geht ja auch erst später auf. Hätte ich dran denken müssen. Boah, wie viele Kameras! Oh, jetzt verpiss dich doch mal da! Junge, ich will doch auch da hoch! Toll! Das ist so ein Arsch. Der weiß ganz genau, wo ich hin will und macht das extra. Ich weiß es. Er tut es extra. Da kommen wir gar nicht lang, da kommen wir auch nicht raus. Ja, toll. Aber, nee. Da auf die Schienen springen wird wahrscheinlich auch nichts. Lass mich doch mal hier raus. Oh. Ja, aua. So. Kommen wir denn hier irgendwie auf die Schiene? Ich muss ja nur auf die Bahngleise kommen. Das reicht schon. Von hier leider nicht. Was es mit dem Kabel da auf sich hat, weiß ich leider auch noch überhaupt nicht. So, ich hoffe, der ist jetzt mal fertig da. Dann kann ich da vielleicht hochklettern. Perfekt, er ist endlich weg. Endlich. So. Wie komme ich da denn drauf? Habe ich keine Kiste oder sowas? Natürlich nicht. Obwohl, warte mal. Kommen wir da irgendwie dran? Kann ich da hochklettern? Guck mal, das geht ja sogar. Lol. Jetzt noch ein, zwei Kisten. Komm, bitte. Yeah. Lol. Jetzt auf einmal ist das so einfach. Jetzt auf einmal. So. Jetzt kann ich doch gleich auf den Scheißzug springen, oder nicht? Ja! Oh mein Gott! Kommen wir da auch? Nee. Yes! Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, hier ist ein Schraubenschlüssel. Okay, okay. Und jetzt? Wieder hoch und dann? Ach so, okay. Ja, dann mach mal. So, und wie und was und jetzt? So, dann springen wir mal hier rein.
Und dafür ist auch der Schlüssel. Das ist das, was ich weiß. So, und weiter weiß ich jetzt nicht. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. So, nachdem wir uns so mühselig hier hochgekämpft haben, bin ich ja jetzt mal gespannt, was uns hier wieder erwartet. Wir sind relativ mini wieder in diesem Raum. Was war denn das für ein Geräusch? Kann ich das ausmachen? Nein. Okay. Springen wir mal eben hier rüber. Falls euch jetzt wundert, warum ich auf einmal eine Jacke anhabe, ich habe eben mal ganz kurz eine Pause gemacht, einen kleinen Schnitt, habe mir eben was rübergezogen. Ja, es wird doch tatsächlich in den letzten Tagen ein wenig frisch, muss man gestehen. So. Bam. Nice. So, klettern wir mal hier hoch. Ich denke mal, wir müssen nach ganz oben kommen. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. So. Dann hier so. Ey, das kenne ich aus dem Review. Das kenne ich tatsächlich aus dem Review. Guck mal, hier gibt es sogar noch so einen Hebel. Komme ich da dran? Wie soll ich da denn hinkommen? Oh Gott, nee, so wird das nix. Hui! So, da ist ein He. Also, da muss ich irgendwie hin. Okay, es wird nix. Oh, so, jetzt habe ich es geschafft. Lol, was ist das denn hier? Lol. Voll die Abkürzung und so. Nein, nein. Lol. Ach Mann, ich war doch gerade so weit. Und jetzt stehe ich hier schon wieder ganz unten. Das ist unfair. Komm, das müssen wir doch schaffen irgendwie. Scheiße. Die ganzen Bücher sind runtergefallen. Nein! Oh mein Gott, ich hasse dieses Level jetzt schon. So. Ich hasse dieses Level jetzt schon. Ich weiß ganz genau, warum Darky wollte, dass ich das spiele, weil ich mich dann tierisch aufrege, weil ich das hier nicht schaffe. Ja, du willst, dass ich zugrunde gehe. Das willst du doch nur. Du willst, dass ich leide. Gib's doch zu. So, ich hoffe, dass wir über das Exit-Schild laufen können. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, die ich hier jetzt... Nein! Warum? Oh! Das war Luck. Richtiges Luck war das. So, hier hin. Jetzt nochmal darüber irgendwie. Oh. Okay. Was zur Hölle ist das hier? Hä, wo führt das denn hin? Ich kann hier nicht raus? Okay. Das ist ein bisschen gruselig. Oder ich hätte mich ducken müssen. Ich weiß es nicht. Whatever. So, komm, ich will hier hoch. Jetzt müssen wir uns beeilen, glaube ich, ne? Oh. Und jetzt? Ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat. Ich habe keine Ahnung. So, ich spring mal wieder in den Toaster rein. Hä? Ach so. Okay. Jetzt kommen wir hier hoch. So. Die brauchen wir, glaube ich.
Ich fliege! Ich fliege! Ich hoffe, der fliegt auch richtig. Nein! Wohin fliegt der? Dahin! Ich spring lieber dahin, weil das wird sonst nichts. Ich will nicht schon wieder runterfallen. Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Weg. So wie eben da hinter der Wand oder so. Sah ganz interessant aus. So. Hier kann man doch bestimmt... Oh, siehste. Hinter den Büchern kann man also auch langlaufen. So. Dass das funktioniert, das ist so geil. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Hä? Was? Oh nein, das ist voll kompliziert. Nein! Oh! Gott, ist das ekelhaft. Und hier quietscht alles. Nein! Ja! Ja! So, und jetzt? Haben wir es jetzt geschafft? Oh, so, und jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Sache zu erledigen. Eine einzige Sache noch. So, aufstehen habe ich bekommen als Trophäe. Jetzt lass mich mal überlegen, wo war das denn nochmal? Wo war das denn nochmal? Oh, jetzt muss ich nachdenken. Das war auf jeden Fall oben, genau oben an den Bahngleisen, da müssen wir hin. Das war aber der richtige Raum. Ich will nämlich hier hoch. Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Okay, und jetzt? Mein Gott, diese ganzen Kisten hier. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ein Schlüssel! Ein grüner Schlüssel. Das kann auch nur eine Tür sein. Es gibt nur noch eine Tür mit einem Schloss. Hier. Da ist das grüne Schloss. Zack und rein da. Hä? Da war noch ein Schlüssel. Da war noch ein Schlüssel. Hab ich gesehen. Was ist das jetzt? Hä? Was? Okay. Hä? Was soll ich denn da machen? Ich glaube, die dürfen mich nicht sehen. Alter, was soll ich denn hier bitte machen? Oh Mann, das wird lustig. Lol, wie komme ich denn da durch? Oh mein Gott, ich hasse sowas. Vielleicht soll ich auf die Tische springen oder so. Hä? Jau! Ey, wie soll man da denn bitte durchkommen?
Ja, du mich auch. Als ob, Alter. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wie soll man das denn bitte schaffen? Ja, Hä? Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was das Spiel jetzt schon wieder von mir will. Ja! Das ist scheiße, währenddessen man da reingeht. Ey, das ist richtig mies. Ja, klar, super, freut mich. Ja, ist okay. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Hä? Ich verstehe das wirklich nicht. Nein, ich versteh's doch. Okay, wenn's bimmelt. Verstehe. Was? Warum? Das ist scheiße. Das ist unfair. Yo, ey, was ist das denn bitte? Was? Warum? Warum? Ey. Ja, fick dich doch! Ehrlich, also ehrlich, ohne Scheiß. Ja, komm, leck mich doch einfach. Lass mich doch einfach in Ruhe da durchgehen. Ja, ist okay. Boah, ich häng mich gerade so auf, ne? Das ist so lächerlich, dass da auch noch einer fährt und der dann genau da auch hinläuft, wo ich langlaufe. Das ist... Ja, woher kam der jetzt? Von wo? Als ob, ich hab doch schon längst den Dings gedrückt da, dass ich da reingehe. Ja, fick dich doch, wirklich. Ohne Scheiß, was soll man denn da machen? Ja, du brauchst mich gar nicht nerven, du behindertes Stück Scheiße. Ja, hier, wirklich. Ganz ehrlich. Ja, 20 Puppen auf einmal. Komm, fick mich von mir aus. Ehrlich. Ja, ist klar, genau in dem Moment, wo ich da langlaufe, hört er auf zu sägen, oder was auch immer der da macht. Ja, der hat mich noch nicht mal berührt und ich spawne wieder, ist okay. Fuck you. So lächerlich, ne? Das ist wirklich lächerlich. Das ist wirklich, sehr schlimm. So, wir haben alles erledigt. Hol sie, George. Und jetzt können wir eigentlich in den Keller, ne? Hoffe ich. So.
Dann lass uns mal. Bisschen Licht mitnehmen hier. So, hier waren wir auch schon mal gewesen. Das eine Mal. So. Und ich habe mich wirklich schlau gemacht einmal, meine Freunde, weil das war mir hier wirklich zu kompliziert. Das war mir wirklich einmal zu kompliziert. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Ich habe mir hier schon mal so ein bisschen vorgebastelt. Vielleicht komme ich da ja jetzt irgendwie gleich hoch. Ich weiß es nicht genau. Das ist nämlich so ein Film, da hinzukommen, wo ich hin will. Es gibt Leute, die springen da einfach irgendwie drüber, aber ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Hä, wieso kann ich denn auf einmal einen Doppelsprung? Hä? Ich kann Doppelsprünge. LOL! Lauf, Mann! Lauf, George! Warum komme ich hier nicht rein, George? George heißt er also. Wir sind im Aktfinale, meine Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Hello Neighbor wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und dann spielen wir diesen finalen Akt zusammen. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.